Hallo zusammen, mein Name ist Michael Wippmann und in meinen Videos nehme ich euch ja immer so ein Stück weit mit in mein Leben. Und aktuell verfolge ich gerade den Plan, alle Kirchen und Gottes- bzw. Gebetshäuser in Pforzheim einmal abzuspazieren, einfach mal hinzugehen, hinzulaufen. Und das Ganze als Video entsprechend festzuhalten. Ich habe dafür auf Facebook auch schon mal ein bisschen geworben und um Mitarbeit gebeten, gerade bei den anderen Pforzheimern. Und da kam ganz viel Resonanz. Das hat mich richtig gefreut. Also das Thema Kirchen, Gotteshäuser und so, das scheint doch schon tatsächlich ein Thema zu sein. Und ich habe jetzt natürlich auch im Zuge dessen über die ganzen Kirchen ein bisschen recherchiert, habe mir meine Planungsliste angelegt, was es alles zu besuchen gilt. Ja, und das wird natürlich schon ein ganz ordentliches Stück Arbeit. Und deswegen habe ich das jetzt auch dieses Wochenende gar nicht mit aufgenommen, weil dieses Wochenende ist leider das Wetter nicht ganz so toll. Und ich dachte mir, so ein Thema, das sollte man doch schon machen, wenn man zumindest so halbwegs Sonnenschein. Jetzt stehe ich hier vor einer der Kirchen, wo ich einfach schon mal gedacht habe, ich mache mal ein bisschen Vorarbeit und nehme einfach mal so ein bisschen was als Material für mich auf. Und da ist jetzt auch gerade eine Passantin auf mich zugekommen, die bemerkt hat, so, da ist einer, der filmt. Hat mich angesprochen von wegen so, hier kennen Sie die Kirche, haben Sie da das Portal aufgenommen, die hier entsprechend die flammende Zerstörung Pforzheims darstellt. Okay, muss ich tatsächlich auch nochmal recherchieren, was es da genau gibt, was es da zu sehen gibt. Beziehungsweise ich muss vielleicht auch einfach vorbeigehen und muss mir das entsprechend angucken. Das festigt mich jetzt in so einem oder in so einer Ansicht, die sich die letzten Tage bei mir entwickelt hat, dass es in Pforzheim ganz viel coole Sachen zu beobachten gibt oder auch anzusehen gibt, die man vielleicht als normaler Pforzheimer erstmal gar nicht im Kopf hat. Sei es in der Schlosskirche das Grab von Kaspar Hauser oder in der Barfüßerkirche, die ja ein Teil eines alten Franziskanerklosters darstellt, oder die Kirche, die Altstädter Kirche, die ja mit zu den ältesten oder sogar die älteste Kirche im Pforzheim darstellt. Und sowas kann man sich einfach auch mal dann im Detail angucken. Und wenn man schon dabei ist, was gibt es denn entsprechend sonst noch? Ich will jetzt natürlich im Rahmen des großen Besuchs auch mal noch die anderen Religionen so ein Stück weit mit abfrühstücken, auch mal mit besuchen, einfach mal dran vorbeilaufen, gucken, was es so alles gibt. Also zum Beispiel die neue jüdische Synagoge oder auch die Veit-Moschee. Ich habe aber auch schon auf Google Maps entdeckt, wir haben ein hinduistisches Gebetszentrum. Das könnte ganz interessant sein, wobei ich nicht weiß, ob das entsprechend von außen so wirklich interessant ist, weil es dann doch ein bisschen versteckt in dem Hinterhof zu liegen scheint. Das werde ich aber dann entsprechend sehen. Und natürlich die ganzen kleinen Kirchen, ob es da vielleicht noch entsprechend Sachen gibt. Ach, ich liebe Autos, die ganz laut hier entsprechend vorbei und wegfahren müssen. Ja, glaube ich, laufe jetzt mal noch zum Schlossberg und mache da mal noch mal eine Aufnahme. Meld mich da dann bei euch wieder. So, jetzt bin ich an der Schlosskirche und muss feststellen, hier herrscht eine ganze Menge Verkehr. Ja,
Ich glaube, Pforzheim hat doch viel mehr Geschichten, als wir uns Pforzheimer das immer entsprechend mit eingestehen. Und ich glaube, da könnte richtig große Menge Spaß drin liegen, die zu ergründen. Ich suche ja ohnehin immer noch so ein bisschen den Fokus für meinen Kanal, für die Art von Videos, die ich machen mag. Und für mich persönlich ist Neugier ja ein ganz großer Treiber. Ich glaube, ich gebe meiner Neugier einfach so ein Stück weit nach. Werd Pforzheim noch ein bisschen stärker erkunden, was es hier alles so zu entdecken und kennenzulernen gibt.
nicht. Das wird vielleicht jetzt noch nicht kommende Woche veröffentlicht. Vielleicht wird es noch ein bisschen länger brauchen. Ich bin tatsächlich noch nicht ganz sicher, wie viel Aufwand das für mich bedeutet. Aber es klingt nach Spaß. Und wenn ihr mich mit meiner Arbeit belohnen wollt und natürlich auch entsprechend unterstützen, dann gebt diesem Video doch bitte einen Daumen nach oben. Das hilft mir immer, weil dann der Google-Algorithmus bzw. der YouTube-Algorithmus mein Video in der Sichtbarkeit höher setzt, das dementsprechend anderen Leuten vorschlägt und ich mehr gesehen werde, die dann hoffentlich wiederum auch einen Daumen nach oben geben. Das wäre ganz toll. Das ist so dieser selbstverstärkende Effekt, auf den wir YouTuber immer hoffen. Und wenn ihr keine Videos von mir verpassen wollt, dann abonniert doch einfach meinen Kanal und mit der Glocke neben dem Abo-Button werdet ihr auch dann immer informiert, wenn ich ein neues Video hochlade. Okay, das soll es jetzt aber wieder gewesen sein mit der Eigenwerbung. Ich werde jetzt noch hier ein bisschen Vorarbeit für das Kirchenvideo machen. Wünsche euch ansonsten einen tollen Tag. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, ciao!